Herr Reif, täuscht ein bisschen der Eindruck oder ist ein Transfer von Palinha etwas unwahrscheinlicher geworden, so in den letzten Wochen und Monaten, nachdem man festgestellt hat, dass Laimer wirklich nicht nur eine Alternative, sondern wirklich möglicherweise gleichwertig zu Goretzka und Kimmich an guten Tagen in diesem Sechserbereich ist und alle auch die ein oder andere Holding-Expertise mittlerweile an den Tag legen und man sich doch eher fokussiert auf jemanden, der in der Innenverteidigung und in der rechten Position der Viererkette helfen kann? Palinha immer noch interessant, allerdings nicht zu den Bedingungen, wie sie galten, als man den armen Kerl hier über den Campus geschleppt hat und ihn dann wieder ins Auto setzen musste, weil es am Ende doch nicht klappt. Also die Bayern und Laimer zeigen voll im Grade, dass es ganz schön wäre, wenn Palinha käme, aber dass sie so ein bisschen das, sagen wir mal, den Preis mitbestimmen, die Bayern, und nicht nur sagt halt irgendwas, wir zahlen, was ihr wollt. Daran ist ja nicht gescheitert im Sommer, sondern dass Fulham mir immer gesagt hat, ihr seid zu spät, wir kriegen keinen Ersatz. Also Palinha ist immer noch spannend, weil der wirklich einige Dinge auch abdecken kann. Aber klar, die Verletzten-Misere und Goretzka ständig als Innenverteidiger, der wird sich auch irgendwann bedanken, glaube ich, zeigt deutlich, sie brauchen es in der Innenverteidigung. Und das Thema rechts, solange Joshua Kimmich, um Gottes Willen, nicht schon wieder, weil sonst regt er sich wieder auf der Bub. Also solange der sagt, mache ich nicht, will ich nicht, nicht mit mir, dann kommt auch noch Nagelsmann auf die Idee und dann so, lasst mich ja in Ruhe. Solange haben sie rechts eine Lücke und daran arbeiten sie. Also ich habe Heiner Zitat, dass wir in der Defensive suchen, ist kein Rätsel. Das haben wir jetzt auch gelöst, glaube ich. Also mindestens ein Spieler wird im Januar kommen, ist auch weiter Ihre Überzeugung? Ganz sicher. Musst du auch, weil nochmal, der alte Spruch, die Saison beginnt im Januar, Februar für die Bayern. Und jetzt kannst du einiges mit Bordmitteln irgendwie zukleben und irgendwie hinkriegen. Aber wenn es dann ernst wird, Champions League etc., dann ist der Kader zu dünn. Da hat ja Tuchel lang genug darauf hingewiesen und hat jetzt aufgehört, darauf hinzuweisen, mit gutem Grund, damit da nicht die Stimmung schlechter wird. Aber von der Sache her sind sie sich einig.